Hallo zusammen, willkommen bei Glitchen mit Top Tuning. Heute sind wir mit dem Yassasin im Multiplayer von Battlefield 3. Map ist Kirk Island und wir machen heute einen Bounce Glitch. So sieht das jetzt aus. Er landet schön auf der Lampe hier oben. Und wir könnten auch eigentlich auf einem Dach dort, so einem grauen Dach könnten wir auch landen. Und wir könnten alle Campers killen, die dort sind und so. Ich mache meistens immer den Glitch, um Campers zu killen, weil ich gehe nicht gerne mit dem Sniper umeinander und für den Raufkoch kommst du eben nur mit dem Sniper oder mit dem Spam-Beacon oder sonst andere Sachen. Gut, was ihr machen müsst, ist einfach an der Stage reinjumpen. Es gibt dann einen Punkt zwischen dem Wasser und der Leiter, also zwischen Luft und Wasser. Und dann passiert dann eben das da. So sieht das dann schön aus. Ihr werdet dann ein paar Prozent vom Leben verlieren, also 76% habt ihr jetzt verloren. Das könnt ihr mit dem Medi dann wieder gut machen, flicken mit dem. Gut, er ist noch dort oben, er hat nicht gemerkt, dass ich das geschafft habe. Schade. Gut, jetzt zeige ich euch die Anleitung. Anleitung ist ganz einfach, wir machen extra auf Geschwindigkeit von 10%. Und ihr müsst jetzt einfach schön auf dem Punkt hier jumpen. Du kommst nicht immer im ersten Versuch auf dem Glitch. Du musst schon ein paar Jumps versuchen. Es sieht irgendwie komisch aus beim reduzierten Speed. Aber es ist irgendwie so. Das ist noch nicht geflickt worden. Das ist ein ganz alter Glitch. Ich habe das noch auf dem Top Tuning Gameplay Channel seit etwa schon fast ein Jahr und das ist noch nicht geflickt worden und das ist wirklich gut für jeden Camper-Killer. Ich habe wirklich viel Massacres hier oben gemacht. Ich hoffe, das hat euch geholfen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao zusammen!